Dieses Video dient dir dazu, kurz und knapp zu erklären, worauf du beim Kauf eines Kühlschranks mit Eiswürfelbereiter achten solltest. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber mit Produktempfehlungen auf kochenmitgenuss.org. Kommen wir doch gleich zu unserem ersten Tipp. Hier geht es um das Material bzw. das Design eures Kühlschranks. Ein Kühlschrank besteht aus vielen Materialien, die meisten davon sind sogar wiederverwertbar. Überlegt euch, ob ihr ein schlichtes Modell bevorzugt aus Edelstahl in Silber oder ein knalliges Modell im Retro-Look. Kommen wir zu unserer zweiten Empfehlung. Eine weitere Variante von Kühlschränken sind die sogenannten Kühl- und Gefrierkombinationen. Diese Kühlschränke eignen sich besonders für Nutzer, die nur wenig einfrieren und besitzen einen Kühl- als auch einen Gefrierabteil. Tipp Nummer 3. Überlegt euch auch, wie groß bzw. breit euer Kühlschrank sein sollte. Es gibt große Side-by-Side-Kühlschränke, die über ein großes Fassungsvermögen verfügen und für Großfamilien geeignet sind. Die Breite sollte man auch beachten, da könnt ihr einfach in der Produktbeschreibung eure Artikel nachlesen. Kommen wir zu unserer vierten Empfehlung. Für Kühlschränke mit Eiswürfelbereiter gibt es auch Zubehör. Viele Menschen möchten das sogenannte Crushed Ice herstellen. Die meisten Kühlschränke können aber nur ganz gewöhnliche Eiswürfel zubereiten. Achtet da auf die Produktbeschreibung, es gibt nämlich auch Modelle, die Crushed Ice herstellen können. Tipp Nummer 5. Preis und Leistung spielen selbstverständlich auch eine wichtige Rolle. Wem ein Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter zu teuer ist, der kann auch einen externen Eiswürfelbereiter kaufen. Der kostet aber auch Strom und Wasser. Kühlschränke kosten so um die 1000 Euro. Das sind meistens Modelle mit Wassertank, Festanschlüsse. Die Kühlschränke kosten so um die 2000 Euro. Manchmal findet man Schnäppchen für 800 Euro. Unsere nächste, sechste Empfehlung betrifft die Reinigung eures Kühlschranks. Um einen Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter vernünftig zu reinigen, solltet ihr ihn erstmal abtauen lassen, alle Waren entfernen und dann erstmal mit einem trockenen Putzlappen drüber. Später könnt ihr dann auch noch mit ein bisschen Reinigungsmittel nachhelfen. Mehr Infos zum Thema Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter bekommt ihr auf unserer Website kochenmitgenuss.org. Dort informieren wir auch über aktuelle Tests von verschiedenen Verbrauchermagazinen. Und falls ihr unseren YouTube-Channel abonniert, würden wir uns natürlich sehr freuen.